Hey ihr Lieben, mein Name ist Inka, ich bin verheiratet mit Jeremy und wir haben 4 Kinder und wir wohnen in der Nähe von Augsburg. Und ich freue mich so, dass ich mitmachen kann bei CutNet Videoblog. Wer mich vielleicht schon kennt, weiß, dass ich blogge auf alltagsliebe.com, dass ich vor kurzem mein Buch rausgebracht habe, Tochter Gottes, erhebe dich, beim SCM Verlag. Und dass mein Herz brennt für das Wort Gottes. Ich liebe die Bibel. Ich liebe diese Kommunikation, die Gott gewählt hat mit uns, dass er durch das geschriebene Wort zu uns spricht. Ich liebe es zu schreiben. Ich liebe es, Dinge auf Papier zu bringen oder in meinen Computer reinzutippen, meine Gefühle in Worte zu fassen. Und mich fasziniert es, dass Gott einen Weg gewählt hat, mit uns zu reden durch das geschriebene Wort. Gott redet noch auf so unendlich viele Art und Weise mit uns, aber ein ganz, ganz zentraler Punkt ist das geschriebene Wort. Und Jesus selbst bezeichnet sich als das Brot des Lebens. Und Jesus ist das Wort Gottes, wie wir in Johannes 1 lesen. Also die Bibel ist Jesus. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, dann haben wir eine Begegnung mit Jesus, mit dem Wort Gottes und essen gleichzeitig vom Brot des Lebens. Und ich glaube, dass viel zu viele Christen Low Carb leben, also keine Kohlenhydrate zu sich nehmen, keine geistlichen Kohlenhydrate und nicht sich satt essen am Wort Gottes. Und ich möchte euch einfach den Gedanken mitgeben, dass es keine Pflicht ist, das Wort Gottes zu lesen, sondern ein Privileg. Es tut uns gut, es tut unserer Seele gut, es tut unserem Körper gut, es tut unseren Gedanken gut, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, es wirklich förmlich zu kauen, zu genießen und uns zu nähren. Diesen Gedanken möchte ich dir heute mitgeben. Wenn du schon länger nicht mehr in der Bibel gelesen hast, dann schlag sie einfach auf, fang bei den Psalmen an, lese das Evangelium des Johannes, die Geschichte von David, les Hiob, les irgendwas, was dich irgendwie gerade anspricht und dann bleib da drin, dann lass den Heiligen Geist wirken, ess dieses Brot des Lebens und du wirst sehen, dass du nicht mehr hungrig bist, dass du durch den Tag gestärkt gehst, dass du dich genährt fühlst mit wirklich gutem Essen, geistlichem Essen. Dieses Brot des Lebens ist so, so nahrhaft und wir müssen aufhören, diese geistliche Low-Carb-Diät zu machen. Wir dürfen echt dieses Brot essen und genießen. Diesen Gedanken will ich dir heute mitgeben und ich wünsche dir noch einen gesegneten Tag.